Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich muss euch mal kurz eine kleine Story erzählen und zwar Leute, komm mal her Bro. Leute, viele haben Miguel seine letzten Videos gesehen und man hat gesehen, ihm geht's nicht so gut und da haben wir uns gedacht, ey, wir müssen direkt nach Berlin, Leute. Und Miguel hat vorhin noch eine SMS, nee, warte, das war eine E-Mail, ne? E-Mail, ja. Eine E-Mail geschrieben, Leute, pass auf. Der meinte, ich dachte, du und Asen werden wenigstens ehrliche Freunde. Es ist über 4 Stunden her und ich liege allein im Palace-Zimmer. Danke, Jungs, jetzt weiß ich Bescheid, wie ihr über mich denkt. Miguel, ja. Bro, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich. Can you speak German? Ja. Ja, Freunde, wie einige von euch mitbekommen haben, geht's dem Miguel im Moment nicht so gut, Freunde, und wir haben uns gestern gedacht gehabt, auch spontan besuchen wir ihn, lassen ihn hier einen Besuch da, Freunde, sind jetzt 5 Stunden gestern hierher gefahren, mussten erstmal nach Paderborn Asen abholen, dann von da aus bin ich mit Ekin und Asen hierher nach Berlin gekommen, Freunde, haben dann hier den Miguel besucht und wir versuchen jetzt Step by Step, Freunde, dass alles jetzt besser wird in der nächsten Zeit jetzt und ja, Mann, was ich hier noch sagen wollte, so für die, die meine letzten Videos nicht verstehen, ich will kein Geld verdienen damit, ich will keinen Klicks machen, ich will den Leuten helfen, die eine ähnliche Vergangenheit haben wie ich, die Drogen cool fanden, checkt ihr? Ich will euch helfen da draußen, wenn ihr sagt, Kiffen ist cool, wisst ihr so, Bruder, ich war 2 Jahre insgesamt in der Psychiatrie eingesperrt, mir wurden von 300.000, 200.000 Euro von Mirko geklaut. So, ich hatte gar kein Geld, mein Vater hat mir die Steuerschulden bezahlt. Dank meinem Vater habe ich heute eine Nacht im Hotel. Ich will euch einfach nur sagen, wenn ihr betet und an Gott glaubt und ihr keinen Scheiß macht, und ich rede von Drogen, ich habe sehr viele Drogen genommen und ich bereue es. Wenn ihr keine Scheiße macht und an Gott glaubt, dann werdet ihr Hilfe finden. Bruder, ich krieg so viele Nachrichten, ich habe so viele Freunde in der Psychiatrie, die alle abgekackt sind. Warum habe ich es denn als einziger von denen da rausgeschafft? Warum war ich der Einzige, der sich beten und Gott auf den Arm tätowiert hat? Pray und Lord. Bruder, weil ich der Einzige bin von all meinen Freunden in der Psychiatrie, der es da nach nicht mal einem Jahr rausgeschafft hat. Bruder, ich habe es da rausgeschafft, weil echte Freunde da waren. Weil Asen da war. Checkt ihr? Weil Herrat mir geschrieben hat. Bruder, selbst Justin hat mir geschrieben. Das habe ich noch nie erzählt. Justin hat mir geschrieben. Wir hatten damals krass Beef wegen Fashion-Kollektion. Bruder, ich scheiß heute auf Beef. Alle YouTuber sind meine Freunde. Ich danke Justin heftig dafür, dass er mir geschrieben hat, werd wieder gesund. Bruder, Tanzverbot war gestern bei mir mit Matthew und Dennis und Cindy. Und die meinten, Miguel, wir helfen dir. Die haben mir krass geholfen, ich habe keine Möbel, ich habe in der Badewanne geschlafen. Ich habe zum ersten Mal wieder was Ordentliches gegessen. Dank denen haben die haben mir Chicken Wings bezahlt, checkt ihr? Bruder, ich habe 4, 5, 6 Chicken Wings gegessen und mich wie im Himmel gefühlt, Mann. Ihr versteht nicht, es geht mir nicht um dicke Cash gerade. Es geht mir darum, euch da draußen zu helfen, Mann. Es geht mir darum, euch Koksern, Kiffern zu zeigen, dass euch das irgendwann auf Dauer fickt. Also ihr denkt jetzt so, es ist cool. Ihr denkt, Pablo Escobar ist krass. Pablo Escobar wurde mit 40 Jahren abgeknallt. Bruder, Pablo Escobar war zwar reichster Mann der Welt. Und das kann ich auch werden. Das kann jeder werden. Aber das kann man nur werden, wenn man mit 40 dann nicht abgeknallt wird wie Pablo Escobar. Wenn ihr koksen wollt und kiffen wollt, dann macht das und sterbt mit 40. Oder landet in der Psychiatrie wie ich. Aber wenn ihr damit aufhört, an Gott glaubt und betet und einfach nur coolen Shit macht, mit nice girl shit, mit nice bros. Bruder, wir gucken nice Filme gestern. Was haben wir geguckt? Tomb Raider. Boah, ja. Da war echt nice, Mann. Bruder, der war heftig, der Film. Der war heftig nice. Also Leute, ehrlich, schaut Bruder, euch Tomb Raider an. Ihr denkt, man braucht Drogen, um Spaß zu haben. Bruder, früher habe ich nur Filme high geguckt. Ich dachte, Filme nicht high gucken ballert nicht. Bruder, ich hatte zum ersten Mal heftig Spaß, ohne irgendwas zu rauchen. Mit meinen allerbesten Homies. Leute, lasst auf jeden Fall die Finger von irgendwelchen Drogen, egal was es ist, lasst die Finger davon. Es bringt euch nicht weiter.
Es zieht euch einfach nur zurück, Leute. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, 5 Schritte nach vorne macht und irgendwas nimmt, dann habt ihr automatisch schon wieder 10 Schritte so nach hinten begangen. Versteht ihr, was ich damit sagen Leute, möchte? fragt Heratsch, fragt Asen, fragt all meine besten Freunde. Meine Lunge ist schwarz wie Scheiße, Mann. Ich werde safe 20 Jahre früher als ihr alle sterben. Bruder, ich hab krass gefeiert, Bonzimmer. Zähne gelb, Lunge schwarz, Gras grün, alles, Bruder. Bonzimmer, dies, das, ich hab den Scheiß gelebt, ich hab Bonzimmer in meinem Zimmer gemacht. Ich dachte, ich wär cool, Mann. Leute, ich huste den ganzen verfickten Tag. Ich kann gerade mal 1 bis 2 Stunden trainieren und dann kacke ich ab mit Husten. Leute, hört auf mit der Scheiße, Mann. Meine Lunge ist für immer gefickt. Ich werde nie wieder Drogen anfassen. Dafür sind wir auch da, Digga. Dass das nicht Normal seid ihr passiert. dafür da. Dass Bruder, sowas nicht mehr passiert, Digga. nochmal an alle Heratsch-Fans, so die es gerade nicht verstehen. Heratsch und ich sind Freunde schon seit Jahren. Wir hatten damals diesen YouTube-Streit und wir haben das schon längst geklärt. Er war einer der einzigen YouTuber, die mir in der Psychiatrie eine korrekte Nachricht geschrieben haben. Alle haben gesagt, Heratsch ist ein mieser Wichser, dies, das. Auf jeden Fall, Freunde, haben wir jetzt 11:50 Uhr, sind jetzt noch 40 Minuten hier im Hotel, Leute. Danach Ja, Mann, und gehen wir erstmal zu sag dir in denen die mal wegen Wohnung. meiner Doku, wegen meinem neuen Video. Auf jeden Fall, Leute, checkt mir sein neues Video ab, falls ihr das noch nicht gesehen habt, Es Leute. geht um einen Bankberater. Er hat mir einfach mein letztes Geld geklaut. Schaut euch das einfach an, schaut euch das Video an. Auf jeden Fall werden wir dann gleich Ja, Mann. zu dir in die Wohnung gehen, Digga. Werden da erstmal vernünftig aufräumen, Ja, Mann. werden da sauber machen zusammen. Genau. Und ja, Leute, ich würde sagen, Das war's, Mann. wir halten euch dann auf dem Laufenden. Wir lieben euch, ihr wisst Bescheid. Die ganze MP Army, die ganze Heratsch Army. Wir sind beste Bros, Mann. Fick auf die Vergangenheit. Leg du dich erstmal noch 40 Minuten hin. Ja, ich bin heftig müde, Wir Digga. räumen hier noch ein bisschen auf, Leute, mit den Asen. Asen, was geht ab? So. Was geht ab, Mann? Auf jeden Fall räumen wir jetzt noch ein bisschen auf. Danach geht's zurück in Miguel seine Wohnung. Was geht ab, Ekin? Shoutouts. Ja, ich würde sagen, es war so ein kurzes, knackiges Video, Freunde, und wir sehen uns dann die Tage bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Peace.